Hallo zurück zu Alien Isolation. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir eigentlich, hatte ich jetzt gedacht, diesen Flammenwerfer schon erhalten. Wie dem auch sei, jetzt nehmen wir ihn uns. Zack. Hoffentlich funktioniert das auch. Es ist ein Tier. Tiere haben Angst vor Feuer. Ich hoffe, da haben Sie recht. Ja, das wird bestimmt sehr spaßig jetzt mit dem Zeug. So, mal eben gucken, ob ich noch was bauen kann, um das restliche Gedöns hier mitzunehmen. Medikit können wir tatsächlich noch bauen. Ich dachte, wir können nur drei davon haben, aber offensichtlich habe ich mich da mal geirrt. Aber wir brauchen keinen Sensor fürs Medikit. Na gut. Alles selbst, was? Taschenlampe ist voll? Dann lade ich die doch mal eben. So, dann habe ich wieder Platz, würde ich sagen. Oh. Komponente. Ethanol. Was fehlt denn da eigentlich? Was ist denn das für ein Mist hier? Ladungspack. Na gut. Okay, komm, dann gehen wir jetzt hier raus. Ich habe einen Plan, es einzufangen. Nehmen Sie den Transit und treffen Sie Ricardo im Systec-Turm. Ich werde von hier aus alles überwachen. So, gehen Sie zu Lawrence im Systec-Turm. Direkt nochmal gespeichert, dann haben wir wenigstens schon mal den Flammenwerfer dabei. So, aha, so über die Transitstation also. Bisschen was Schönes. Wir gucken. Will mich hier wenigstens noch ein bisschen umgesehen haben. Ah, siehst du mal, hätte ich das sonst hier tatsächlich liegen lassen? Gut, dass ich es nicht getan habe. So, hier war der Typ drin, mit dem wir letztes Mal geredet haben. Ach, schön, so viele Computer. Aber machen kann man hier nichts. Inventar voll, na gut. So, hier nochmal abchecken, ob hier noch was Schönes ist. Ja, hier ist die Krankenstation, hier liegt Ashley. Aber da können wir gerade offenbar nichts machen. Ah, super. Wir sollten uns darüber unterhalten, was in San Cristobal vorgefallen ist. Ich verstehe, dass es eine unangenehme Situation war und dass Sie die Sache so schnell wie möglich hinter sich bringen wollen, aber ich muss sicherstellen, dass Sie nichts Unüberlegtes tun. Was ich meine ist, die Kreatur einzufangen, ohne sie zu töten. Wenn wir uns klug anstellen, könnten wir bis an unser Lebtageende ausgesorgt haben. Ich kenne die richtigen Leute, Waits. Ich kann alles einrichten. Sie werden auch nicht jünger, Waits. Sie können nicht für immer so weitermachen. Und was tun Sie, wenn Sevastopol stillgelegt ist? Sie haben meine Nummer. Ransom Ende. Ah, daher weht der Wind. Aha. Erstmal hier schön das Leben der Leute aufs Spiel setzen, weißt du, damit er seine Rente finanziert kriegt. Der blöde Penner, ey. Naja, gut, beschlagnahmt. Woche vom 11.11.2137. Marlow H. Munition und Waffen, divers. LVL-3 Plasmaschere unbefugt. Flugschreibereigentum von Weyland Yutani, USS Nostromo. Urbrieftasche, persönliche Gegenstände, vermutlich geschmuggelte Medikamente, Pharmax, Naprolefe, kein Zollstempel. Ja, was weiß ich. Audio? Wait, Dr. Lingard hier. Ich habe soeben die Patientin untersucht und ich habe so etwas noch nie gesehen. Es handelt sich um eine Art unbekannter Parasit. Ich habe den Namen überprüft, den Sie mir gegeben haben, und niemand ist unter diesem Namen auf Sevastopol registriert. Ich glaube, sie ist vor kurzem an Bord gekommen. Wissen Sie hierüber Bescheid? Keine Ahnung, was Sinclair und seine Leute getan haben, aber das hätte während der Quarantäne bemerkt werden müssen. Wer weiß, was die sonst noch haben durchgehen lassen. Die Patientin und ihr Captain warten im Untersuchungszimmer auf mich. Kommen Sie hier runter, sofort. Na, das wäre ja mal interessant gewesen, herauszufinden,
wer denn genau diese Patientin war. War das vielleicht wirklich unsere Mutter? Aber das kann ja eigentlich nicht sein, denn das ist ja schon viel, 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 viel länger her. Hätte ich jetzt gesagt, aber wissen tue ich es natürlich nicht. So, da ist ja Flammenwerfer, das ist schön. Oh. Etwas für die Karte. Ah, siehst du mal, da geht es dann irgendwann wohl doch noch weiter. Aktuell nicht. Ripley, sind Sie auf dem Weg? Ja. Ricardo geht vor Ihnen da rein. Ich habe Ihren Samuels-Typen zur Androidenabfertigung geschickt. Sobald das Teil tot ist, werde ich ihm Zugriff auf Apollo geben und die Abriegelung aufheben. Schafft Samuels das? Er hat gesagt, er wolle helfen und ich habe hier meine Hände voll. Außerdem ist er ein Synthet. Sollte leichter für ihn sein, da reinzukommen. Vermutlich. Ripley, wir sind das Einzige, was zwischen Sebastopol und einer absoluten Katastrophe steht. Die absolute Katastrophe hat bereits stattgefunden, Waits. Jetzt bleibt uns nichts, als das Scheißteil zu töten. Ja, aber das will der Waits wahrscheinlich nicht. Denn der Waits, der hat ja anderes mit diesem Viech vor. Aber das ist mir ehrlich gesagt völlig Wurst. Wenn wir das Ding irgendwie mal so vor die Flinte kriegen, dass wir es töten können, werden wir das natürlich tun. Wobei ich mal glaube, dass das natürlich, ja, nicht nur glaube, sondern eigentlich kann man es mit Gewissheit sagen, wird das natürlich erst zum Ende des Spiels, wenn überhaupt, passieren. So, ich renne hier wie bekloppt durch die Gegend und weiß eigentlich gar nicht, wo ich hin will. So, hier will ich dann hin, genau. Ja, genau, hier runter, siehst du. So war das doch. So, da kommen wir nicht rein. So, komm, hier speichern wir nochmal. Ich mache das einzig und allein immer aus dem Grund, weil ich habe echt einfach keinen Bock, den ganzen Kram immer nochmal einzusammeln. Jetzt nicht, weil ich jetzt sonderlich viel schon gemacht hätte, aber es nervt mich einfach massiv, Dinge 3 oder 4 Mal machen zu müssen. So, ich hoffe mal, dass das auch... Das ist doch das, wo wir hin müssen, oder? Gehen Sie zum Lawrence-Systek-Turm. Ja, genau. Düm, 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 düm. Das dauert ja schon, ne? Das dauert ja schon hier mit dem Teil. Ja, dann bring mich da mal hin, bitte. Wusch, 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 wusch. So. Alte Stelle für Sixon Communication Technologies, technische... Ja, wissen wir. Genau, hier sind wir doch irgendwie... Genau, hier war die Lobby, genau. Und was sollen wir jetzt machen? Schließen Sie alle Fluchtwege auf dem Weg zur Serverfarm, ehe Sie die Kreatur dort einschließen. Ja, mal eben gucken.
Aha. Auf dem Weg zur Serverfarm. Ich bin im Systektor. Alter, das kommt hier doch bestimmt gleich wieder aus der Decke gekrabbelt, das blöde Viech, ey. Das wollen wir nicht. Machen wir das Lautsprechersystem an, wa? Bisschen Geräusche machen. Das findet das Viech ja eigentlich immer ganz geil, wenn ich mich recht entsinne. Und geht dann auch hoffentlich in diese Richtung. Ach, ich erinnere mich, hier wurde ich doch auch schon mal gefressen an dieser Stelle. Da oben ist es rausgekommen. Ah, so, was müssen wir denn jetzt eigentlich machen? Ich raff das alles gar nicht gerade. Begeben Sie sich zum Server-Hub. Okay, da müssen wir hin. Dann sind wir hier auf jeden Fall schon mal falsch. Mal ein bisschen Gas geben hier. Zack, zack, zack. Wird schon alles gut gehen. So, hier nochmal speichern. Nicht, dass wir das nicht erst gemacht hätten. Oh oh. Kacke. Alter, wenn es das nicht hört, ne? Dann ist es taub. Wirklich. So, immer schön Luft anhalten. Ja. Ist es jetzt weg? Oder schon wieder rausgekommen? Das weiß man ja nie so richtig bei dem Viech. So, ich. Oh, Kacke. Nicht umdrehen. Es kann dich gar nicht sehen. Nicht umdrehen. Es sieht dich nicht. Genau, verpiss dich! Oh, ich liebe diesen Flammenwerfer jetzt schon, wirklich. Wir sind zwar immer noch sozusagen hilflos. Aber nicht mehr ganz wehrlos. Oh! Was war das denn? Alter! Krass! Krasse Scheiße! Finden und aktivieren Sie die Feuerlöschanlage. Bitte verlassen Sie sich am nächsten gelegenen Brandschutzsammelpunkt. Dies ist keine Übung. Bleib Alter! Ruhig. Hilfe! Ah! Was ist das denn? Mistviech! Boah, Alter, fuck, ey! Alter Scheiße! Kacke!
Kacke, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Vielleicht mal auf die Karte gucken? Kann ich Karte gucken? Finden und aktivieren Sie die Feuerlöschanlage. Das soll irgendwo hier sein. Hier nicht. Hier geht's auch nicht weiter. Boah, Alter, ist das übel. Hier auch nicht. Ja, zum Verstecken halten, das kannst du vergessen. Krasse Scheiße, ey. Ist das der Hammer. Das hat wahrscheinlich voll meinen Tank erwischt, das Viech. Ich muss mich mal eben heilen, denn ich bin fast tot. Bloß sagen, warum geht denn das nicht? Aber jetzt. Hier war ich jetzt schon, hier ist es nicht. Was für eine Kacke, ey. Hier geht's doch nirgendwo weiter. Scheiße, ey. So, hier nochmal raus. So. Die Feuerlöschanlage. Die muss doch irgendwo zu finden sein. Das gibt's doch gar nicht. Nochmal eben heilen. Das ist aber echt so geil gemacht hier. Hier geht's raus. Ach, guck mal hier. Bam. Wait, was ist los mit dieser Station? Die fällt schon seit längerem auseinander, aber dank der Stilllegung sind auch die meisten der Systeme abgeschaltet. Hinzu kommt, dass alle zu sehr damit beschäftigt sind zu überleben, als dass sie irgendwas instand halten könnten. Und voilà, Chaos. Nee, doch nicht. Dann war das einfach nur eine Explosion. Ja, krass. Und ich dachte, das hätte meinen Tank erwischt, aber ganz ehrlich, wenn es meinen Tank erwischt hätte... so falsch an. Oh. Das ist jetzt blöd. Das waren Zivilisten. Ja gut, das hätte ich jetzt natürlich auch wissen können. Na gut, da war die Cowboy-Mentalität mal wieder scheiße. Na gut. Passiert. Ah, so. Jetzt sind wir hier wieder. Vielleicht kriege ich dann ja auch raus, was es eigentlich war, was da vorhin passiert ist. Wenn ich nicht vorher gefressen werde.
krass hier. Wollen wir das jetzt erst machen? Bäm. Alter, ja, nee, komm. Das war tatsächlich nicht ich. Also vielleicht war ich es doch, aber auf jeden Fall... Das Viech hat nicht mich erwischt, sondern das war was anderes. Bitte verwandeln Sie sich am nächstgelegenen Brandschutzsammelpunkt. Dies ist keine Übung. Bleiben Sie ruhig. Das machst du nicht normal mit uns, du blöder Drecksack. So, wo war das Teil denn jetzt? Hier war auf jeden Fall noch was. Alles eingesackt. Das ganze Geraffel. Hier war es. So war das, genau. Oli, oli. Ich habe Wasser gemacht. Oh, eine Rohrbombe. Finde ich super, die will ich. Krasses Zeug, ey. Ein Geräuschmacher bauen wir auch direkt noch. Wie gesagt, das schadet ja nicht, wenn wir das Zeug haben. So, Medikit auch direkt noch dazu packen. Denn dann können wir auch alles andere mitnehmen. Auch das noch. So, den muss ich direkt wieder auspacken. Subkutane Impfpistole auch einpacken. Mal eben hier rein. Ist doch schon wieder ein Alien unterwegs. Ja, und ich dachte vorhin, aber ist natürlich Quatsch, wenn das Viech meinen Tank in die Luft gejagt hätte, dann wäre es um mich natürlich auch geschehen gewesen. Wait, was ist los mit dieser Station? Die fällt schon seit längerem auseinander, aber dank der Stilllegung sind auch die meisten der Systeme abgeschaltet. Hinzu kommt, dass alle zu sehr damit beschäftigt sind zu überleben, als dass sie irgendwas instand halten könnten. Und voilà, Chaos. Ja, offensichtlich. So ein Gegner, oder? Ist da drüben gerade was explodiert? Das ist das Gerüstigartige. Die Kreatur ist in der Nähe. Ihr habt's gehört. Hauen wir ab. Ja, ja, ja. Das macht mal besser. Ist vielleicht wieder was drin? Hat da jemand was reingepackt? Nö, hat da keiner was reingepackt. So. Zixen Communications. Da wollen wir jetzt aber nicht hin. So, dann rüste ich den Flammenwerfer mal wieder direkt aus. Das hat vorhin mit dem Vertreiben doch ziemlich gut geklappt, finde ich. Wait, die Kreatur. Wie sollen wir sie einsperren? Der Turm wurde dazu entworfen, hochwertige aus dem Gasriesen gewonnene Verbindungen zu verarbeiten. Vorkehrungen zum Schutz der Piraterie bestehen weiter. Der Turm kann abgesperrt werden. Lüftungsschächte, Türen, alles. Sie bauen quasi einen Käfig um die Kreatur. Aha. Ricardo verriegelt ihn. Ja, das klingt erstmal total super, aber das wird nicht gehen. Das weiß ich jetzt schon. Das geht garantiert voll in die Hose. Zumindest kann ich es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das irgendwie klappt. So, begeben Sie sich zum Server-Hub. Der Eingang ist direkt vor Ihnen. Nutzen Sie das Terminal im Rezeptionsbereich, um die Tür zu öffnen. War hier nicht noch ein Android drin? Oder ist der mittlerweile weg? Oder habe ich den letztes Mal erlegt? Ich weiß es gar nicht mehr.
Auf jeden Fall speichere ich. So viel steht erstmal fest. Hui. So, und da kommt es auch schon wieder irgendwo. Wahrscheinlich gleich hier aus der Decke gekrochen. So. Haben wir das jetzt schon gelesen oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nein, ich will doch gar nicht weg. Ich will das doch noch lesen. So, privat. Sinnlose Anfragen. Den Leuten hier wurde schon gesagt, dass Sevastopol reif für die Schrotthalde ist, oder? Ich habe gerade eine Nachricht von Allison in der Sixten Buchhaltung erhalten. Kann der Händetrockner in der Toilette repariert werden? Kann mal gar nichts. Das nächste Mal, wenn so eine überflüssige Anfrage reinkommt, wird die sofort zurückgeschickt. Wir sind dabei, die Station auseinanderzunehmen, nicht sie zusammenzuflicken. Oh Mann, oh Mann. Hardware-Probleme. Serviceanfrage, Kategorie Hardware-Probleme, Titel, keine Nachrichten empfangen. Details. Ich erwarte eine Bestellung von außerhalb der Station, die bereits eingetroffen sein sollte. Normalerweise erhalte ich mehrere pro Woche, aber diesmal sind es gar keine. Kann jemand meine Kommunikationseinheit überprüfen? Ich kann mir keine Einnahmeverluste leisten. Datum 9.11.37. Martin Patterson. Aha. Ba-ba-ba-ba. Ja, das ist alles nicht weiter interessant. Die haben hier ganz andere Probleme, glaube ich. So, da müssen wir jetzt aber... Alter, vielleicht sollte ich doch nicht so rennen. Das ist... Alter, was macht denn hier so ein Krach? Uiuiuiui. Na, Tür verschlossen. Ja. Dann ist das wohl nicht der Weg. Das ist nicht der Weg, den du suchst. Aber hier lang gehen ist auch Quatsch. Mal eben gucken hier das. Ist auch Käse, jetzt hier zurückzugehen. Oder? Was macht denn das für ein Krach hier? Ich kann mich gar nicht richtig drehen, ohne dass ich hier so eine scheiß Geräusche mache. Muss das Viech doch auch hören. Ich meine, hey, das klingt ja mal richtig scheiße. Ah, so, wie geht's denn jetzt hier weiter? Na, vielleicht sollten wir doch hier einfach mal reingehen. Durch diese Tür geht's auf jeden Fall nicht. So, Server Hub, ja, da müssten wir rein eigentlich. Das geht nicht. Hier können wir nichts machen. Dann gucken wir mal hier, wa? Gehen Sie zum Marshall-Büro. Okay, danke. Ah,
Aha, hier sind Sie doch noch. Sehen ganz schön mitgenommen aus. Meint ihr jetzt den oder mich? Ja, schon. Die anderen wurden alle gefressen, würde ich sagen. Boah, ganz ehrlich, das geht mir gerade tierisch auf den Sack. Ich glaube, das ist ein Bug, dass das so scheiße klingt. Genau, hier liegt der Flugschreiber, der aber keine Informationen enthält. Pass mal auf. So, ich gehe jetzt mal irgendwo speichern. Ach, guck mal, jetzt ist vorbei. Ist ja ein Ding, jetzt ist der Sound vorbei. Und ich wollte gerade sagen, ich gehe jetzt speichern und lade das nochmal, weil mir das so auf den Zeiger geht. Aber jetzt hat es ein Ende, das ist schön. Wenn mir jetzt noch einer sagen könnte, wie ich da hinkomme, wäre das alles total super. Ich habe hier auch nichts übersehen auf dem Server, oder? Hoffe ich. Nicht, dass da irgendwie so eine Türöffnung war oder sowas. Türkontrolle. Ah, guck mal da. Ricardo schließt die Abriegelung ab. Sie müssen alle Sicherheitstüren und das Treppenhaus schließen. Dann den Vorratsspeicher, Wartungszugang und die Server-Hub-Rezeption. Erstatten Sie unterwegs Bericht. Ah, jetzt ist hier schon wieder so ein Kacker. Ey, das finde ich nicht gut, dass jetzt hier auch wieder die Androiden rauskommen. Wenn Sie diese Anlage in einem unannehmbaren Zustand vorfinden sollten, wenden Sie sich bitte an uns. So, ich werde jetzt mal hier so lang gehen, in der Hoffnung, dass der mich nicht sieht. Kacke, da ist schon wieder der Androide. Diese blöden Scheißer, ne? Die nerven mich fast noch mehr als das Alien. Diese Kack-Androiden. Ich will jetzt halt an die auch nichts, weder Munition noch sonst irgendwas verschwenden. Ich finde das so überflüssig. So, und jetzt? Sperren Sie das Treppenhaus ab. So, wir müssen wohl hier hoch, denke ich. Erhöhte Gefahreneindämmungsstufe. Vielleicht solltet ihr euch mal euch selber eindämmen. Ihr seid hier die mitunter eine der größten Gefahren, die hier rumlaufen. Kack,
Kacke, ich dachte gerade schon, der wäre da hinter mir, aber da habe ich mich zum Glück geirrt. So, wo geht's hier denn hin? Sexton Security. Sensor nehmen wir mit. Ja, es gibt Sachen zu lesen. Hoffentlich. Sicherheitsgitter. An die Gruppe im Lager. Wir können keine Wache rund um die Uhr aufstellen, aber mit der freiwilligen Waffe und den bestehenden Sicherheitssystemen des Turms ist alles wasserdicht. Ab jetzt werden die Sicherheitsgitter für niemanden geöffnet. Und die Vorratsbeschaffung läuft über mich. Wir können das schaffen, Leute. Thompson. Und das Lager? Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Es ist eng, dreckig und der Müll fängt an zu vergammeln. Ich weiß nicht mal, ob wir hier überhaupt sicher sind. Letzte Woche sind Carter und Thompson von ihren Erkundungstouren mit Waffen zurückgekommen. Ich sehe ein paar Leute hier plötzlich in einem anderen Licht. Vielleicht hat diese Frau Winters recht. Ah, vielleicht hat diese Frau Winters recht. Aha. Ja, irgendwann werden die Waffen rausgekramt. Das ist, glaube ich, sogar normal. Diese Aufzeichnung für alle, die nicht hier waren, als es passiert ist. Ich weiß nicht, wer entkommen ist. Es gibt einige Leichen, aber die anderen verschwanden durch die Lüftungsschächte. Einer nach dem anderen. Die Türen waren verschlossen, aber die Lüftungsschächte an der Decke waren offen. Es gab kein Entkommen und keinen Erlöser. Fast wie ein Fuchs im Hühnerstall. Wir beide haben zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite gibt es im Einkaufszentrum ein Lager Befreundeter, die den Marshalls noch trauen. Und auf der anderen ist Sinclair und seine Idioten-Crew mit deren Waffen. Irgendwo im Wohnbereich. Ich bezweifle, dass sie es eine Woche aushalten. Oh, so, hier können wir was machen. So, sperren Sie das Treppenhaus ab, regeln Sie den Korridor des Wartungszugangs ab und regeln Sie den Korridor des Vorratsspeichers ab. Und hier können wir wahrscheinlich eine der ersten Sachen dazu machen. So, das wär's. Zugriff gewährt. So langsam wäre ein Speicherpunkt mal wieder geil. Egal, so. Eine Warnung. Sinclair, mir liegen bestätigte Berichte vor, dass Sie und Ihre Männer auf Zivilisten schießen und Vorräte plündern. Wenn ich einen Weg finde, dieses Wesen zu töten, hoffe ich, dass sie schon vorher gefunden hat. Alter, was ist denn hier los? Sorry, ich musste mich jetzt gerade mal vom Computer wegbegeben, weil ich hatte gerade so die Befürchtung, dass das Viech hier gleich irgendwo ist. So, ich wollte eigentlich nur lesen. So, ja, wenn ich einen Weg finde, das Wesen zu töten, hoffe ich, dass es sie schon vorher gefunden hat. Waits. Waffenruhe, Sinclair. Ich weiß, wir hatten unsere Differenzen. Krass, und ich dachte gerade noch, ey, da geht die Tür auf, da kommt's doch gleich rein. Boah, fuck, ey. Boah, kann ich jetzt mal lesen hier? Alter.
Alter, das läuft ja immer noch rum, ne? So, ich weiß, wir hatten unsere Differenzen seit der Ankunft von Ihnen und Ihren... Verpiss dich! Jetzt ist aber auch gut hier. Ich will lesen. Mann, ey. Also ich gucke erstmal, ob ich den anderen Kram noch machen kann hier. So, Zellen öffnen. So, kommen Sie zu, Alter. Im Gegenzug für Ihre absolute Kooperation bin ich bereit, meine Ermittlungen über Ihre Schwarzmarktaktivitäten einzustellen und alle Anschuldigungen bezüglich des Marshall-Büros. Jetzt geht's. Verpiss dich! Ach du Scheiße! Alter, Kacke, ey. So, hilft nichts. Ich muss weiter. Ich kann das jetzt nicht alles lesen. Boah, ey, Alter, ich drehe hier durch. Oh, jetzt sind wir hier unten. Scheiße, hier wollte ich doch gar nicht hin.